Holen wir mal lieber neue Klamotten oben erstmal. Das ist ein guter Plan. Ich kann was zu Boden werfen. Na toll. Warum? Warum hast du das getan? Oh, nicht. Nur weil man etwas machen kann, muss man es nicht machen. Boah, ich habe einen schönen Platz gefunden, meine Füße auszuruhen. Hey, das machst du wieder weiter. Total ja, sinnvoll. Wir gehen ins Bett, oder? Alles klar. Komm, Schatzi, Spazi. Hä? Ah, weiter trauen wir uns nicht. Okay, dann geht's wieder weiter. Aber das ist auch was. Du hast in deinem Haus gefangen genommen, alles Mögliche noch. Und wäsch dir das Geschirr ab. Kriminellen tun sich. Denen tut so leid, dass sie den Abwasch machen. Das ist nur Dekoration, so, ist lass nur liegen. Dekoration. Ja, ich komm ja gleich. Der bewegt sich so langsam. Hast du noch gebügelt oder so? Hey Vincent, get over here, I need some help. Ja, ja, ich habe noch gebügelt und ich habe auch den Boden noch gewischt und die kaputte Glühbirne getauscht. Wo muss ich hin? Let's fix it up and we'll be out of here in no time. Alright, fine. Meinst du nicht, dass wenn die einen Reifen hätten, sie das selbst gefixt hätten? We'll need a new tire. Ach Quatsch, wir nehmen einfach hier die Trommel von der Betonmischmaschine. We could use this to fasten a new tire. Also ich glaube, wir könnten mal gucken, ob unten an dem Traktor ein verwendbarer Reifen ist. Guck mal, da unten steht noch so ein Trecker. Und auch noch ein Anhänger und so. Vielleicht können wir da irgendwo einen Reifen abmontieren. Da hast du vielleicht gar nicht so unrecht. Ich schaue nochmal kurz hier nach oben. Nur, dass du jetzt das Werkzeug hast und ich die Reifen, ne? Hey, there's a tire on the other side of the barn. Ich habe einen Benzinkanister. Den brauchen wir bestimmt auch gleich. Ja, du bist schon im Truck reparieren. Ich sehe schon. Kann sein, dass ich dich da rüberziehen muss. Du hängst dich dran und ich ziehe dich rüber. Das möchte ich nicht ausschließen. Auf jeden Fall bringe ich den Benzinkanister mit. Den werden wir wahrscheinlich brauchen. Ich vermute mal, dass der Truck leer ist. Hier gibt es ein Hufeisenwerfen, in dem wir gegeneinander antreten können. Oh. Cool, dass lauter so Minispiele noch versteckt sind. Okay, kein Motor drin. Oh, verdammt. Batterie ist auch noch tot. So, ich fülle mal den Sprit ein. Dann sind wir schon einen Schritt weiter. Weißt du, da hat er den ganzen Tag Betsy poliert, aber hier nicht sich um sein Auto gekümmert. Was soll denn das? Also das Radkreuz liegt da jetzt oben, das ist ja toll. Okay, the tank is full. Also Batterie und Rad. Wo hast du gesagt, liegt ein Rad? Oder habe ich das gesagt? Batterie hat keinen Saft, aber ich habe einen Generator gefunden. Okay, magst du mal mit hoch? Ja, wir versuchen mal das Rad zu holen, ja. Wenn das nämlich meiner gesagt hat, ja. Ah ja, meiner hat gesagt, da drüben liegen sie. Ja, das habe ich da fallen lassen. So, was soll ich machen? Und dich an den Haken hängen. Boah, oh mein Gott, jetzt sehe ich den erst. Ja, easy. So. Meine Füße freuen sich, die tun ja eh schon weh. Weißt du, also. Du hast jetzt die Wahl. Gespannt, was du zu erzählen hast. Also, wenn du einen Reifen von mir möchtest, weißt du, was du zu tun hast. So, kann ich ihn jetzt bitte einfach da runterwerfen? Guck mal, Busch, Reifen! Ach man, ich dachte, du fängst den. Ja, ich dachte auch, drum bin ich runtergegangen. Das Radkreuz liegt noch oben. Auf der anderen Seite. Ja, ich, ja, passt schon. Ich hol's. Alright. Now it's attached. Hä? Du hast gesagt, just need to find a lug wrench to fasten it. Ich dachte schon gerade, es wäre jetzt fest ohne. Wo hast du denn das hingeworfen, das Radkreuz? Da beim Runterspringen, beim Kreuz, Dings da, siehst du da? Da? Ah, da, an der Kante. Ja. Und da darfst du nicht runterspringen, sonst legst du es ab.
Ah, verdammt. Hättest du mir das nicht sagen können, bevor ich runterspringe? Naja, ich dachte, es erschließt sich daraus, dass es dort liegt und ich meinte, was weiß ich denn, dass du das nicht dahin geworfen hast, weil du gesehen hast, oh, da kann ich noch an der Kette ziehen. Die Frage ist, warum alles in der Welt ist es überhaupt da oben? Ah, jetzt legst du beim Hufeisen vor. Ja. Ich kümmere mich darum, dass wir wegfahren, ja? Ich habe Sprit reingemacht, ich habe den Reifen geholt, ich ziehe den Reifen an. Was macht der Busch? Mich über der Klippe hängen lassen und Hufeisen werfen. Ich habe den nicht hängen gelassen, ich habe dich hängen lassen wollen. Ja, super. God damn it. Boah, jetzt muss ich jede einzelne Schraube anziehen, das ist ja wieder echt. Yes. Oh, Miss. Alright, let's lift this thing and remove the support. What a throw! It's not gonna work. We gotta lift the car first. Let's find something to lift the car. Okay, wir müssen das Auto anheben, aber wir müssen auch erstmal Strom für die Batterie beschaffen. God damn it! Dann hole ich mal den Generator. I'm the champion. Oh nee, der Generator hilft nicht. A perfect throw. Oh Gott, bist du grässlich. I'm a champion. What a throw. Perfect throw. What a throw. God damn it. Yes. I was born to do this. Oh mein Gott, I was born to do this. Das ist so peinlich und dann hat er gerade mal 14 Punkte aus 5 Wurfeisen. Besser als ich. Ah, jetzt habe ich gerade erst verstanden, wie es funktioniert. Ja, ich habe auch erst dann einen zweiten Durchlauf. Ich habe zwei Durchläufe auch gehabt. Hey. Ich würde sagen, wir machen 3. I rock. Jackpot. Ups. Shit. Ja, wir machen. Crap. Wir brauchen keine 3. Okay, können wir weitermachen? Ja, ja, mach mal weiter. Wir brauchen eine Batterie, mein Lieber. Oder wir brauchen Strom für die Batterie, wie auch immer. Ach, du Kacke! Ausgerechnet eine Katze erschreckt dich. Ich find's großartig. Oh, wetten wir, wir brauchen auch noch Kühlwasser. Hier ist nämlich eine Wasserpumpe. Ich such mal, Nein, ich wollte nicht nochmal abbrechen. Ich such mal, ob ich eine Batterie irgendwo finde. I'm the champion. Oder Strom in irgendeiner Form. Ja. Würdest du mal hierher kommen zum Öffnen, bitte? Ich bin schon dabei. Oh, nicht nötig. Ah, das kriegst du jetzt alleine hin. Na toll. Ja, verstehe ich nicht, aber ist so. Wir müssen ja auch irgendwas haben. Wagenheber oder sowas brauchen wir auch noch. Hallo, Pferdi. Hey there, Horsey. Whoa, okay. Seems like this lamp is broken. Let's see if I can get it working. Oh, hier gibt's auf jeden Fall Strom. I bet you're fast. Why don't they let you stay outside on a warm day like this, huh? Ich sehe schon, wir reiten gleich mit den Pferden weg, statt mit dem Auto wegzufahren. Fände ich cool. Hätte was von Red Dead Redemption. Bisschen. Hi, buddy. Want some hay? Ich habe ein Schwein gefunden. Endlich gibt's Schnitzel. Und Hühner. I prefer them fried. Oh mein Gott. Up you go. Hey there. Do you have any eggs for me? Hey there. Bist du furchtbar? Du schmeißt sie hoch. Von meiner Begrüßung, ist das dein Ernst? Was bist denn du für einer? Ich suche nach Eiern, Mann. Ich hab Hunger.
Hey Vincent, check this out. A flying chicken. Alter, Junge. Check this out. A flying chicken. Oh, darf ich jetzt Schwein reiten? I knew it. Smells like shit. I can't believe this thing turns into delicious bacon. So you're living the life here, huh? Also irgendwie, wir könnten die beiden da oben eingesperrt lassen und könnten sie ein schönes Leben machen. Ah, es kommen keine Bullen gerade und alles noch. Alles ist gut. Hier gibt es Essen, Trinken, Strom, Wäsche. Alles, was man braucht. Die Frage ist nur, woher holen wir jetzt unseren Strom? Also, du hattest Benzin in der Scheune nebenan, in dem Haus nebenan. Ja, bei einem Generator. Dummerweise können wir mit dem Generator aber nichts machen. Hier kommen wir am Anfang her. Im Haus selbst haben wir aber ganz schön rumgespielt, da haben wir nichts gefunden, ne? Nee. Hier oben gibt's nix. Also ich sehe halt jetzt die... Meine Hoffnung lag ja auf dieser Scheune hier, aber irgendwie... Ein Wagenheber brauchen wir auch noch. Stuck. Guess ja, we need to lift Wagenheber oder irgendwas anderes. Ah ja, hier habe ich ein Hebeeisen. Ah, Hebeeisen ist gut. Ach, kann... Rouge. Ah? Wir rollen den einfach runter, starten ihn unten. Ja, das habe ich auch schon überlegt, ob das der Plan ist. Aber du musst warten, bis ich da bin, damit ich den Block rausziehen kann, wenn du anhebst. Ja, ich glaube, du musst anheben, weil ich kann hier nicht... Doch, du kannst schon. Aber du musst warten, bis ich da bin, damit... Ja, warum setzt er sich nicht einfach drauf? Was ist denn das für einer? Weil du lieber harte bist. Arbeit und mit den Armen runterdrücken, als einfach draufsetzen. Alright. Now we can roll it. Hast du schon mal so eine Stange im Hintern stecken gehabt? Das willst du nicht. Auf zum Generator. Kriegen wir das Ding auch wieder zum Stehen? Oh Mensch, Rouge. Was denn? Raufsetzen, nicht aufschießen. Das war, was ich meinte mit... Ja, hält doch. Hält. Easy. Bloß nicht zu sportlich werden, ja? Ist mein Platz! Ist mein Platz! Ah, wir überbrücken mit dem Trecker! Wir überbrücken mit dem Trecker! Gut, dass der Trecker noch Saft hat. Trecker. Oh shit! Oh yeah! I actually wanted this piece of junk. Woohoo! Yeah, I told you so. You did, but still, I was in doubt. Sometimes you just gotta have a little faith in things, Leo. Faith, huh? Yeah. Well, let's get out of here. Yes? No, I don't know. It was a while ago. We need your help now, officer. Okay, hurry up, please. Wie kamen die da raus? Thank you. Ja, das ist die Frage. Yes, they'll be here any minute. Okay, die Polizei kommt oder er ist wieder bewaffnet. Keine gute Lage. It's all right. Just wait here. I'll be fine. Filthy scum! Oh shit! Take cover! You're gonna pay for this! Come on, let's go! You drive! Come on! You drive, warum fährst du denn? Come on! Wieso gehe ich auf die Ladefläche? Anscheinend bin ich der kompetentere Fahrer. Ja, ja. Mit deinen 3,5 Jahren Fahrerfahrung da. Hey Vincent! We got cops coming! Step on it! Ich möchte betonen, ich fahre seit 20 Jahren Auto. Mit Erlaubnis. Ohne reden wir nicht drüber. Und jetzt
zeige ich dir, wo der zweite Gang ist. Oh, toll! Alter! Also, dass sie das Bremsen hinschreiben. Oh, fahr vernünftig, Mann! Ich kann die nicht alle abknallen! Ja, das Ding ist, die. Wenn die Bullen mich nicht so abdrängen würden, wenn du besser zielen würdest. Ja, wenn du einfach mal gescheit geradeaus fahren könntest. Ja, gut, dann fahr ich jetzt geradeaus. Weißt du, wie stressig das ist hier hinten? So, wie viele sind das denn? Oh, 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 wo fährst du denn lang? Ich glaube, wir haben's. Nee, wir sind gerade. Oh nein! Ey, das Nachladen dauert immer ewig. Oh, 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 oh. Alter, Alter! Ich, oh, ja, ich bin gerade dabei. Oh. Du Kamikaze. Nein, was machst du? Was machst du denn? Oh, Bosch. Oh. I'm fine, keep going, aber nicht in den Abgrund. Nee, das sah hier so, keine Ahnung, wieso ich da beim ersten Mal. Das sah dir so vertrauenserweckend aus, der Abgrund. Hast du gedacht, die Polizei kommt nicht hinterher, hä? Ja, kam sie auch nicht. Ja! Das sieht gut aus. Weiter so. Oh nein, wieso kommt da schon wieder welche? Hupst du eigentlich die ganze Zeit? Alter! Was soll denn das genervige Hupe? Also, ich will, dass uns die Leute aus dem Weg gehen, ganz einfach. Ja, das bringt ja total viel, wie du merkst. Außer, dass es nervt wie Sau. Sorry. Sag das halt. Ja, hab ich doch jetzt. Ich hab die ganze Zeit gedacht, das wären die anderen Verkehrsteilnehmer. Aber als wir in der Pampa waren, es hat immer noch gehupt. Musstest du es ja sein. Wolltest du die Bäume ausweichen oder warum hast du im Wald gehupt? Nee, lass uns die Tiere ausweichen. Ganz einfach. Ah ja. No. Doch. Ich hab gedacht, die wäre schon wieder in den Abgrund. Oha. Alter, das wackelt so sehr. Kein Mensch kann da mehr zielen. Oh oh, gleich kommen die Nagelbrander. Die Nagelbänder. Achtung, Nagelband. Oh, Schande. Nee, so kann das nicht enden. Oh, wo ist mein Gewehr eigentlich hin? Jawohl, wir entkommen in der Nussschale. Vincent, get over here and help me. Come on, go. Push. Ja klar, so entkommen wir jetzt, ja? Vor der Hundertschaft. Und das ist definitiv kein Heli.